Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ich bin Ulrike Stockmann, die Pressesprecherin der Werteunion. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dem Parteivorsitzenden Hans-Georg Maaßen über das Wahlprogramm der Werteunion in Bezug auf Asyl und Migration zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Maaßen. Guten Tag, Frau Stockmann. Weite Teile der Bevölkerung kritisieren die unkontrollierte Masseneinwanderung, die wir gerade erleben. Und eine Kriminalstatistik nach der anderen offenbart eine weit überproportionale Kriminalität von nichtdeutschen Straftätern, darunter vor allem Zuwanderer, also Asylbewerber, Flüchtlinge und illegal Eingereiste. Und wie ja auch zahlreiche Schlagzeilen belegen, werden schwere Gewalttaten wie Messerangriffe oder Gruppenvergewaltigungen oftmals von Tätern aus dem muslimischen Kulturkreis verübt. Und das besorgt sehr viele deutsche Bürger. Und ich möchte nun von Ihnen wissen, wie sich die Werteunion dazu verhalten will. In der Tat, das besorgt sehr viele Bürger in Deutschland, nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer, die schon über viele, viele Jahre nach Deutschland in Deutschland leben und sich auch fragen, was passiert hier eigentlich? Das, was hier passiert, ist, dass seit 3 Jahren über 2,5 Millionen Migranten nach Deutschland gekommen sind. Es sind nicht längst alles ukrainische Flüchtlinge. Ukrainische Flüchtlinge sind auch darunter, aber jeden Tag kommen viele Menschen aus allen Teilen der Welt, vor allem aus dem Norden von Afrika, aus Mittelasien, und sie wollen dauerhaft in Deutschland bleiben. Und diese Bundesregierung fördert das und tut auch nichts dagegen, dass die deutschen Grenzen geschützt werden, sondern lässt es zu, dass diese Leute nach Deutschland einreisen und hier dauerhaft sich ansiedeln. Und das widerspricht aus meiner Sicht der Konzeption des deutschen Ausländerrechts. Das deutsche Ausländerrecht ist darauf ausgelegt, das steht in Paragraph 1 Absatz 1 Satz 1, das ist ein Gesetz, das ich selber mitverantwortet habe. Ich war damals der zuständige Projektleiter im Innenministerium. Dort heißt es, das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland unter Berücksichtigung unserer internationalen humanitären Verpflichtungen. Das heißt nicht, dass dieses Gesetz dazu dient, eine Masseneinwanderung von Millionen von Ausländern zu ermöglichen und diese Menschen dauerhaft hier anzusiedeln. Und man darf auch nicht vergessen, es sind viele Millionen in den letzten Jahren gekommen. Ich sprach von 2,5 Millionen in den letzten 3 Jahren. Davor sind weitere Millionen durch die sogenannte Grenzöffnung von Frau Merkel gekommen. So, was wir als Problem haben, ist, wir haben hier Parallelgesellschaften. Die sind in den 2000er Jahren schon entstanden. Die haben jetzt ganz erheblich zugenommen, weil die Migranten können jetzt nach Deutschland ziehen und sich sagen, warum soll ich Deutsch lernen? Warum soll ich mich dort in die deutsche Gesellschaft integrieren? Ich kann mich ja in meine arabische, in meine kurdische, in meine türkische Community integrieren. Ich brauche gar nicht die Deutschen und ich bilde mir hier meine eigene Gemeinschaft. Das widerspricht dem deutschen rechtlichen Konzept, dass wir ein Staat sind und die Menschen, die dauerhaft bei uns sein wollen, müssen sich in die deutschen Verhältnisse integrieren, müssen unsere Sprache sprechen, sich an unser Recht halten und nicht an das Scharia-Recht halten und dürfen hier keinen zweiten Staat im Staate aufbauen, was derzeit leider geschieht. Die Werteunion setzt sich dafür ein, dass diese Politik gestoppt wird, der millionenfachen Massenansiedlung von Migranten in Deutschland, dass wir darauf hinwirken, dass die Außengrenzen der EU gesichert werden. Und wenn das nicht geschieht, was derzeit nicht abzusehen ist, dass wir auch Zurückweisungen an unseren Binnengrenzen zu unseren Anrainern im Süden und im Osten vornehmen, damit dieser Zuzug gestoppt wird. Und in einem zweiten Schritt müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen, die sich unrechtmäßig in Deutschland aufhalten, die keinen Aufenthaltstitel haben, deren Asylverfahren abgelehnt worden sind, dass die unser Land schnellstmöglich verlassen. Und ich bin der Überzeugung, das ist machbar. Ich selber habe in den 90er Jahren Rückübernahmeabkommen ausverhandelt. Es ist machbar, wenn der politische Wille dazu besteht, diese Leute abzuschieben.
Mein Eindruck, Bundesinnenministerin Faeser hat nicht den Willen dazu. Mein Eindruck ist, die meisten Landesinnenminister haben auch kein großes Interesse daran. Sie wollen keine schlechten Bilder sehen. Sie wollen keine Probleme mit der Linksmedienszene haben und machen deswegen nichts. Und das muss geändert werden. Und können Sie mal ein Beispiel dafür geben, wie man dann konkret verhandelt? Denn in der Tat wird ja genau das immer als Gegenargument für ja, durchzuführende Abschiebungen ins Feld geführt, dass ja die Herkunftsländer die Menschen nicht zurücknehmen wollen und dass man deswegen da auch nicht verhandeln kann. Aber wie kann man das dann in der Praxis gestalten? Also es gibt eine Reihe von Problemen, die man bei der Abschiebung hat. Es fängt damit an, dass manche Migranten ihre Heimreisepapiere, nicht manche, sehr viele ihre Heimreisepapiere vernichten. Über 70% der Migranten, die nach Deutschland kommen, besitzen keine gültigen Papiere oder keine Papiere, um genau zu sein, und behaupten in Teilen auch, dass sie aus einem ganz anderen Staat stammen, aus dem sie eigentlich kommen. Aber die Identität kann auch festgestellt werden, zum Beispiel durch Sprachmittler, die dann feststellen, spricht derjenige nun ein tunesisches Arabisch oder ein syrisches Arabisch. Das kann man feststellen. Also man kann feststellen, aus welchem Land diese Menschen stammen. Man kann dann Gespräche mit den Herkunftsstaaten führen, dass sie diese Leute rückübernehmen. Und wenn sie Nein sagen, kann man auch deutlich machen, dass wir auch bereit sind, Nein zu sagen. Nein zu sagen bei der Entwicklungshilfe, Nein zu sagen bei Hermesbürgschaften, Nein zu sagen bei europäischen Abkommen, die mit diesen Staaten geschlossen werden, Nein zu sagen bei der Einreise von Regierungsmitgliedern in die Schengen-Staaten, bis hin, dass wir Nein sagen, wenn die über ihre Vermögenswerte in Deutschland oder in europäischen Staaten verfügen wollen. Das kann man machen. Man kann also unsere politischen Instrumente darlegen, zeigen, die wir einsetzen können, wenn sich diese Staaten nicht völkerrechtsgemäß verhalten. Denn Sie müssen wissen, jeder Staat ist verpflichtet, seine eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen, ohne Wenn und Aber. Er kann nicht sagen, den nehme ich nicht zurück, weil er ein Straftäter ist, oder den nehme ich nicht zurück, weil er möglicherweise hier bei uns Sozialleistungen in Anspruch nimmt. Nein, jeder Staat ist verpflichtet, seine eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen, auch wenn sie keinen Pass haben. Oder wenn sie sich haben ausbürgern lassen gegen den Willen Deutschlands. Und Deutschland muss den notwendigen, ich sage mal, Druck aufbauen, damit diese Staaten sich wieder völkerrechtsfreundlich verhalten. Und wie würden Sie mit nichtdeutschen Straftätern umgehen, die hier verurteilt werden? Also grundsätzlich müssen Straftäter ihre Strafe verbüßen. Dies gilt auch für ausländische Straftäter. Aber wir haben ein hohes Interesse daran, dass diese Leute Deutschland so schnell wie möglich verlassen, wenn sie keinen gültigen Aufenthaltstitel haben. Das heißt, ich rede über die Straftäter, die sich hier illegal aufgehalten haben, hier Straftaten begangen haben. Die würde ich prioritär in die Herkunftsstaaten zurückführen. Weil Ausländern, die einen Aufenthaltstitel für Deutschland haben, aber hier schwere Straftaten begangen haben, bei denen auch davon auszugehen ist, dass sie es weiter tun würden. Ich denke da an Drogenhändler, an Waffenhändler, der gesamte Bereich der organisierten Kriminalität und auch des islamistischen Extremismus und Terrorismus. Da würde ich sagen, da wird der Aufenthaltstitel diesen Leuten entzogen. Das geschieht durch die Ausweisung. Die Ausweisung ist, dass der Aufenthaltstitel einer Person entzogen wird, aus bestimmten Gründen, die im Aufenthaltsgesetz genannt sind. Insbesondere wenn jemand Straftat begangen hat, kann der Aufenthaltstitel entzogen werden. Und nach der Ausweisung erfolgt dann die Abschiebung. Müssen Sie sich das vorstellen? Die Ausweisung ist dann der Ruf, geh weg. Und wenn man nicht freiwillig geht, erfolgt dann die Abschiebung. Das ist sozusagen, dass man jemanden dann anpackt und dann außer Landes bringt mit unmittelbarem Zwang. Und man muss diesen Ausländern auch klar machen, dass wir bereit sind zur Abschiebung, dass also unsere Behörden durchaus abschieben können, wenn es notwendig ist und wenn das Gesetz es sagt, dass wir allerdings es bevorzugen würden, wenn diese Menschen freiwillig das Land verlassen, wenn sie bei uns nichts zu suchen haben. Und
Was wäre da eine realistische Größenordnung hinsichtlich Abschiebungen? Also wenn wir von Hunderttausenden oder sogar Millionen illegalen Einwanderern in Deutschland sprechen, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen, wenn man da abschieben wollte? Ich glaube, das alles ist gar nicht so kompliziert. Viele sehen Hindernisse, wenn gar keine Hindernisse da sind. Schauen Sie mal, es muss zunächst einmal der politische Wille artikuliert werden, dass wir das Gesetz auch ernst nehmen. Ich glaube, wir haben derzeit rund 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Also Leute, die eigentlich gestern schon hätten weg sein müssen, die aber nicht bereit sind, unser Land zu verlassen. Und wir schieben jedes Jahr also zwischen, ich glaube, 10.000 bis 15.000 Personen ab. Mehr nicht. Also ein Bruchteil, kann man sagen, davon. Wenn die Politik klare Kante zeigen würde, auch in dem Sinne, wie ich vorhin sagte, mit Bezug auf die Herkunftsstaaten, deutlich machen würde, wir lassen uns deren Verhalten nicht mehr bieten, sondern wir können auch anders, dann würde die Zahl der Abschiebungen natürlich deutlich steigen. Und wenn sie deutlich steigt, dann würde auch bei den ausreisepflichtigen Migranten ein ganz anderes Bewusstsein da sein, nämlich, dass Deutschland die eigenen Gesetze ernst nimmt, dass eine Ausweisung auch die Abschiebung zur Folge haben kann. Und dann würden sie in einem höheren Maße auch bereit sein, Deutschland freiwillig zu verlassen. Denn sie müssen sehen, für viele ist es nicht nur ein finanzieller Verlust, abgeschoben zu werden, weil im Falle der Abschiebung können Sie im Zweifel nicht das, was Sie in Deutschland haben, mitnehmen. Ja, ich denke an Sparguthaben und so weiter. Das müssen Sie vielleicht versuchen, anders wegzubringen. Wenn Sie freiwillig ausreisen, können Sie dann die Ausreise selbst organisieren und all das, was Sie mitnehmen wollen, auch mitnehmen. Und das Zweite ist, abgeschoben zu werden, ist für viele auch ein Makel, wenn sie zu Hause dann ja begleitet ankommen. Von daher freiwillige Ausreise vor Abschiebung. Und wenn die Bundesregierung und die Landesinnenminister deutlich machen wollen würden, wir nehmen unser Ausweisung- und Abschiebungsrecht ernst und wir sind auch bereit, wirklich abzuschieben, ich glaube, da werden viele, viele ausreisepflichtige Ausländer freiwillig gehen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Maaßen, für dieses Gespräch und die Einblicke in das Programm der Werteunion. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern. Bitte unterstützen Sie diesen Kanal, indem Sie dieses Video liken, teilen, kommentieren und natürlich unseren Kanal abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben sollten. Ganz herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.